gleich treffe. So, und da könnte man natürlich Geschichten dann drüber erzählen, über Stuck und Ludwig. Und Nannini ist draußen und da gibt es noch einen Ausritt. Das Auto mit den blau markierten Spierten dort in das Kiesbett der Sachskurve hinein. Tarquini ist das und das ist wieder Uwe Alsen gewesen. Ja, also nein. Ich nehme an, die Konkurrenz wird nachher nicht vor Begeisterung aufschreien. Nein, und vor allem beim Uwe Alsen sollte ein bisschen mehr aufpassen, weil dieser Ruhm bleibt natürlich sehr leicht kleben und er ist bekannt dafür, dass er etwas ungeduldig ist manchmal. Turbulente Phase bei uns. Wir gehen ganz schnell in die Werbung. Versprechen 1, zeigen Ihnen gleich alles rund um die ITC. Zurück nach Köln.